Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Yay! Moment, was muss ich jetzt eigentlich machen? Dixon sagt, Schulk sei im Park auf dem Hügel. Geh zum Ausblickshügel in Kolonie 9. Okay. Moment. Soll ich nicht irgendwie. Achso, das war das, ja. Okay, damit schalte ich um. Gut. Achso, nee, da kann ich. Ah. So, gucken wir mal. Greifen wir mal mit ihr an. Angriff von hinten. Lässt Feinde schwanken. Na gut, von hinten kann ich nicht angreifen, weil alleine, ne, wie. Ja. Ne, wie? Wie soll ich hinter sie kommen? So. Schneeplatte. Also hier liegen auf jeden Fall jede Menge Items. Oh, und da gibt es etwas Rotes. Wo bin ich denn hier? Wohnviertel. Ist hier nicht irgendwas rot geglitzert? Ein Item? Okay. Nicht cool. What the shit? Tja. Nun gut. Dann halt nicht. Ich hätte schwören können, da hat was rot geleuchtet. Aber hey. Man kann sich ja mal irren, nicht wahr? So. Nicht überhaupt richtig? Hab keinen Dunst, ey. Ja, sieht so aus. The Monado. It's the only sword that's effective against the Mekon armor. They say that before time began, it was wielded by the Bioness. The same Bioness that we all live on. It must have a secret. That's how Dunban was able to destroy so many Mekon. And why he lost the use of his right arm. If I can just unlock the secret of its power. Shulk! Fiora! This is great. It tastes so good. Really? It's amazing. Oh, Shulk. You say that every day. Not quite. It's always delicious. But today, it's amazing. Oh, really? Yeah. Oh, thank goodness. I used some special herbs and spices today. So if you said it was just the same as usual, I'd know for sure you had no sense of taste. What? Oh, nothing. The breeze feels so good. Yeah. I'd forgotten what it feels like. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Huh? The debris siren. Strange. There hasn't been much falling lately. There might be more on the way. The anti-air batteries can't protect us out here. Let's get back to the lab. Okay. Okay, was war das, was da runterfällt?
Oder war das noch irgendwie von der, ich sag mal, von der Schlacht gegen die Mechons, dass die immer noch, ich sag mal, auf gut Deutsch anhält und da die Trümmer runterfallen? Am wesentlich. So, auf jeden Fall haben wir jetzt aktive Gruppe. Jora und Schul. Achso. Bla bla bla. Es habe ihm dank der speziellen Gewürze noch besser geschmeckt als sonst. Geil. Die Gefährten können sich untereinander durch Zurufen unterstützen. Je nach Kampfverlauf wirkt dies ermutigend oder helfen. Mhm. Muntere, entmutigte Gruppen wieder auf. Hilft ohnmächtigen oder umgeworfenen Gefährten auf die Beine. Jede Interaktion steigert die Harmonie zwischen den zwei Gruppenmitgliedern. Ooh yeah. Okay. Ist die Harmonie zwischen zwei Gefährten stark genug? Können sie Harmoniegespräche führen? Okay, das kenne ich auch schon aus dem zweiten Teil. Shake-Hands-Symbole markieren die Orte für solche Gespräche. Auf dem Ausblicksflügel findest du beispielsweise ein solches Symbol. Weitere Informationen findest du im Tutorial unter Harmoniegespräche-Tipps. Alter, du kannst den Anführer der Gruppe, den Charakter, den du direkt steuerst, innerhalb des Gruppenmenüs wechseln. Okay? Wähle den gewünschten Charakter und drücke A, setze ihn auf Position 1 mittels links und rechts und drücke A zum Bestätigen. Okay. Erste Stufe gestiegen und hat eine neue Technik. Cool. Na dann, gucken wir erstmal, was ist denn hier? Hallo, Harmoniegespräch? Ja. Eine Übersicht der Harmoniegespräche. Hä? Achso, ja, ansehen. Ah, leider ohne Sprachausgabe. Das ist schade. Oh, aber mal gucken. Ich werde meine Kamera gleich wieder wegmachen. Damit ihr die Sprechblasen etc. pp. Seht. Ich wollte nur mal kurz, loswerden, dass das nicht vertont ist. Hey, Schul, weißt du noch? Oh. Hm. Okay. Hatte er sie wohl eingeladen? Ist er so einer? Ich hoff's mal. Na, Mensch, abgesehen von der ersten initialen Fehlentscheidung. Mensch, war nicht mal so schlecht. Oh, halt. Okay. So, dann greifen wir doch mal. Oh, was war das? Okay, was war das gerade, weswegen ich B drücken sollte? Okay. Oh, es glänzt. Cool. So, Moment. Wir sollen wieder ins Labor, ne? Moment mal, Trümmer des Biones fallen herunter. Verlasse den nicht durch das Abwehrsystem geschützten Park und gehe zum Forschungslabor im Truppenviertel. Okay. Dann zwischendurch mal... So. Oh, fuck, das war... Okay. Das geht wenigstens fix. So. Nice. Jetzt auf Hühler, bla bla bla. So. Jawohl, auch erledigt. Sehr schön.
Oh, Moment. Wieso sind hier so viele Ausrufezeichen? Was hat der denn? Ich hoffe übrigens, die Kamera ist nicht zu hell. Sieht im OBS ehrlich gesagt ein bisschen sehr hell aus, aber hm. Ich habe schon mein Möglichstes getan, um sie... Oh, hier ist auch nochmal so was. Um sie nicht so hell scheinen zu lassen. Gucken wir mal. Dieses Gespräch ist noch nicht verfügbar. Hm. Okay. Dann halt nicht. So, das sind, genau, Charaktere. Lukas, Moritz, mit denen kann ich irgendwas tauschen und sprechen. Okay, hier ist noch jede Menge Quest. Nira, Nira, so allein. Will freuen zum Spielen, aber so wenig Nuppon hier. Stimmt etwas nicht? Passiert, wir helfen dir. Kann Nira, Nira dir was sagen? Hier ist ein Holmes-Junge, heißt Lukas. War auch der gerade vorne, ne? Nira, Nira will Freund mit ihm sein. Okay. Kann ich nochmal überreiche den Brief für ihn. Okay, annehmen. Nicht Brief lesen. Okay, dann halt nicht. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Hieß der hier Lukas? Ja. Okay, da weiß das Ausrufezeichen wahrscheinlich drauf. Yep. Was wollt ihr denn von mir? Ein Brief? Von wem? Nira, Nira. Na gut, ich lese ihn. Na, jetzt wird's lustig. Er fragt, ob ich sein Freund werden will. Natürlich will ich das. Ich wollte immer schon mit einem Nopon befreundet sein. Na, Sachen gibt's ja, Mensch. Dann überbringen wir die frohe Kunde doch direkt mal wieder. Lukas hat Brief gelesen. Lukas, so nett. Und ihr auch. Habt Nira Nira geholfen. Okay. Puh, das wäre geschafft. Ja. War schon echt hart. Oh, Schalk freut sich. Wenn ich ihn aufheitern konnte, hat sich die Mühe gelohnt. Okay. Kriege ich jetzt mal eine Belohnung? Aha. So ist brav. Lockwächter nehmen. Sie ist eine Stufe gestiegen. Neue Technik. Geil. Harmoniemünze. So, kann ich jetzt hier... Nee, kann ich nicht. Okay. Dann halt nicht. Aber hier sind noch mehr Quests. Hey, ihr grünen Schnäbel. Habt ihr denn eine Minute für den ältesten Bewohner von Kolonie 9? Weil du es bist. Ich hätte da eine Bitte. Ach, eigentlich ist es dasselbe alte Lied, ihr wisst schon. Mein Rücken macht mir einmal mehr zu schaffen. Mhm. Also ich sag mal so, rein vom Namen her sollen wir ihm Wein besorgen. Ich nehme an, ihr könnt euch vorstellen, was ich brauche. Bringt mir ein wenig Unkoröl. Was auch immer das Zeug ist. Wirkt wahre Wunder bei Rückenbeschwerden. Okay. Okay, ja, gut. Danke, ihr Jungspunde. Tut einem alten Haudegen einen großen Gefallen. Ihr könnt das Öl von den Unkoren in dieser Gegend erbeuten. Okay. Hier. Muss jeden Tag Schatz angucken, sonst ganz furchtbar trauen. Sucht jemand leuchtenden Schatz für mich? Ja, ohne dass ich nicht mehr hilf hier bei der Suche. Suche in Kolonie 9 die blaue Glasperle. Okay. Sicher irgendwo im Wohnviertel. Hm. Na, mal gucken. Er ist stets bemüht, ne? Und was ist hier? Ist das etwa die Perle schon? Ach, das ist der... Ah! Hilfe bei der Suche nach dem Schlüssel. Okay. Hm. Okay. I see, I see, I see. Moment, hier ist noch was. Ich sehe nichts. Heute jede Menge Sonderangebote. Okay, die Kamera ist natürlich richtig geil. In letzter Zeit beschweren sich die Kunden, mein Stand sei zu dunkel. Sagt mal, könntet ihr mir vielleicht leuchtende Steine besorgen? Bestimmt, sammelt zwei Regenbogen-Zirkone in der Region von Kolonie 9. Nehmen wir. Damit sollte ich Licht in meinen Laden bringen können. Okay.
Und noch was. Also Nebenaufgaben gibt es ja auf jeden Fall genug. Alter Vater, ey, wenn das so weitergeht, dann wird das verdammt lang. Als Kind war ich ein richtiger Insektenfan. Aber mein Lieblingsinsekt ist sehr selten geworden. Wenn ihr es seht, würdet ihr es für mich fangen? Sammel eine Riesenhornnisse in der Region von Kolonie 9. Okay. Man sagt sich mal wieder, dass es nie verkehrt ist, zu fragen. Okay. Oh Gott, nee. Automatisches Laufen ist echt immer noch so. Obwohl, jetzt vielleicht. Ah, oh Gott, nee. Nee, das geht gar nicht. Automatisches Laufen ist... Boah, alter Vater. Aber gut. Na, da vorne ist wieder der, ich nenne es mal, Exerzierplatz. Wo der durchgeknallte Kommandeur hier die beiden zur Sau gemacht hat. Und auch noch eine neue Nebenquest. Alter, euer Ernst? Zwei neue Nebenquests. Leute. Beim Abwehrgeschütz 1 treiben sich Baby-Amas herum. Amas. Könntet ihr eines von ihnen für mich erledigen? Ihr wisst doch, wir wollen die Geschütze vor Schaden bewahren. Okay. Seid vorsichtig dort draußen. Immer. Noch mehr. Alter, du kriegst auch nie genug. Ich hätte gerne, dass ihr für mich einige Steinkrabbel erledigt. Ihr könnt welche in der Nähe der Agora-Küste finden. Wir müssen die Population ausdünnen, sonst werden es zu viele. Okay. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder um Hilfe bitte. Hey. Man gewöhnt sich an alles, würde ich sagen. Ihr werdet wohl oder übel ein wenig schwimmen müssen. Hm. So. Ah, hier ist noch so ein Nopfon. Forschungsmaterial ausgegangen. So ein Pick. Bin aber zu beschäftigt, um mir Neues zu suchen. Helfen bitte. Sammel zwei kleine Panzer in der Region von Kolonie 9. Einen habe ich in meinen Schuhen. Auch ein kleiner Panzer von Krabbeln. Jetzt überlege ich gerade, mache ich das da jetzt? Oder kümmere ich mich mal um eine von den Zeitquests? Weil Missionsbuch, ne, das ist voll. Und ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, was hier... Ja, das ist doch erledigt. Oder gehört das jetzt noch zu der Quest dazu? Na, mal gucken. Ich werde ja wohl hoffentlich noch Gelegenheit dazu haben, die Zeitquest zu machen. Ryan? Ryan, what are you doing? Shulk! No, I'm just... No! Ryan! Goodness. Oh, Fiora, are you okay? I'm fine. It's broken. What? What do you mean it's broken? Don't you care about me? I could have died. You're not hurt, are you? The Monado can't cut people. More importantly, what were you thinking, Ryan? Sorry, I came to ask a favor, but you weren't here. And I saw the Monado and... I know I'm here a lot, but even I need fresh air sometimes. Is your body still feeling numb? We have to be very careful with the Monado. It's not a toy. I know, man. I just wanted to touch it. Didn't know it would do that. Sorry. But is it true? The Monado really can't cut people? The pattern in that circle. Or maybe it's a symbol. I think it shows which power the Monado has at the moment. You think it's a symbol? Well, if I can find a way to increase the number of symbols,
I should. I'm sure that's all very clever. But why were you more worried about a machine than me, Shulk? Well, I just explained why. That's not the point! Sorry. Look at you! Worthless without the Monado! Until I've scrapped each and every one of you! So, of course I want to get my revenge! Your blade, it did not cut deep enough. No! Shulk! Shulk! What on Bionis happened there? Ryan. Fiora. Are you okay? Does it hurt? No. Ryan, when you held the Monado, did you see anything? You know, like a blue blade made of light came out. Same as just now. I don't mean that. A feeling like time had stopped, and then... Time had stopped. So, was it only me who saw that? That sounds strange. Is it another Monado thing? Who knows? Anyway, no matter how good a sword it is, that's what happens when you hold it. Looks like Dunban really is the only one who can use it. I won't let my brother use it ever again. Not after what it did to him. Oh, sorry. I didn't mean it like that. Anyway, the point is I'm fine. To be honest, this has happened a few times before. I've been researching the Monado for a long time. Shulk, don't act as if this is nothing. Look, don't worry about it. Anyway, Ryan, what did you want to ask me about? Oh, yeah, old Squaretash is gonna put me on punishment duty. Fancy tagging along? Punishment? The Colonel was pretty angry today. Did he hit you? Well, whether he hit me is neither here nor there, really. Although, actually, he did end up hitting me. And that ain't all. He made me do 1,000 squats and sit-ups. Whoa, nasty. Yeah, and now I have to go all the way to the Magmel ruins and back. So you have to go and collect the ether cylinders? That's the one. They're used to power the mobile artillery. Looks like the damage has been repaired. They can't move without the ether energy. And it seems like the fueling station's all out of stock. Is the mobile artillery that big machine that crashed in the residential district? Yeah, probably. You know your way around there, right? Yeah. Okay, I'll go with you. Yeah, knew you would. Hold on. The Magmel ruins are in Tephra Cave, right? I heard that there's a Mel lizard nest there. I couldn't take it if anything happened to Shulk. He's delicate. Not like you, Ryan. What are you on about? I'll be fine. I can take care of myself. But... Okay, I got it. I'll make you a promise. Shulk won't even get a scratch. A promise doesn't mean much coming from you. She don't trust me at all. Nah, she doesn't mean it. Jut, jut, und da hätten wir schon wieder die nächste Gruppe. Na denn, Techniken trainieren, wähle im Menü Techniken, weitere Informationen findest du im Tutorial und Techniken-Tipps. Talente erlernen, wähle im Hauptmenü den Unterpunkt Talentbäume. Okay. Gut, gut, das heißt, wir sollen also mehr oder weniger neuen Sprit besorgen. Dann würde ich sagen, wenn ihr sehen wollt, was uns dabei alles passiert, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.